So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge. Heute ist mal ein bisschen im Verzug. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich das jetzt gleich hochladen muss. Ihr seht jetzt quasi, wenn ihr es bei Veröffentlichung seht, habe ich es vor ungefähr 15 Minuten oder einer halben Stunde aufgenommen. Ja, wir waren bei Sparks Challenge. Ich bin völlig raus. Ich habe ein bisschen vorproduziert. Deswegen kamen auch die letzten Tage ein paar wenig Folgen, will ich mal sagen. Soll sich ändern. Müssen wir gucken. Wir haben, wir müssen noch die Fische fangen, wir müssen noch die Nidavarzen finden, dafür müssen wir erstmal eine Nidafestung finden. Brauche einen Trank der Unsichtbarkeit, bla bla bla. Enderperle, Lohnroute. Ja. Müssen wir uns noch einen Bogen craften. Craft eine Enderkiste, müssen wir noch machen, Zaubertisch, Bücherregal. Ja, also haben wir eigentlich noch ganz schön was zu tun, würde ich mal sagen. Einen Emerald mit einem Villager tauschen können wir dann irgendwann nochmal machen, wenn wir das hinkriegen. Jetzt schlafen wir erstmal. Hier geht's rein, ne? Jo. Unser Pferd dürfte auch noch da stehen. Hallo Pferd. Oh, nein, ich wollte dich nicht reiten. Oh, jetzt bin ich wieder... Das nervt mich ja irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie steige ich jedes Mal auf das... Dankeschön, Pferd. So, ich habe hier einen Kakao stehen übrigens. Mit Milka-Schokolade. Schöne Tassimo-Milka-Schokolade. Oh, das. So eine Kaffeemaschine zu haben, lohnt sich schon irgendwie. Halt, stopp. Machen wir hier erstmal... Ne, Pumpkin-Seeds kommen hier nicht hin. Was kommt denn hier hin? Seeds, einfach nur normale Seeds. Hier kommen wir ein bisschen was abernten. Zack. Spinne. Don't make me angry of you. Warte mal hier. Warum ist das eigentlich alles so scheiße sortiert? Ne, warte mal. Das muss ja so... Ja. Kommen Sie mal her. Sterben Sie mal bitte. So. Jetzt machen wir hier noch das Feld fertig. Und oh, ich habe wieder vergessen, was wir mit dem Villager tauschen wollten. Ich habe das wieder völlig vergessen. Naja, muss ich gleich nochmal gucken, was sie so zu ertauschen haben. Wir müssen ja eigentlich nur einen Emerald da tauschen. Müssen wir halt mal gucken, wie wir das dann handeln. Also das Beste haben die Villager nicht, das muss ich ja mal sagen. Also die Villager da sind etwas nicht so tauschfreudig. Ach, wir haben ja genug Seeds. Seeds. Heute läuft übrigens mal eine andere Playlist im Hintergrund. Auch mal auf einer Festplatte. Haha, wer hätte das gedacht? Die alte Festplatte habe ich jetzt nämlich ausgeschaltet. Und bekomme auch zu Weihnachten, denke ich, mal eine neue. Hatte ich schon mal mit meinen Geldgebern quasi geredet. Ja. Kommt wahrscheinlich mal eine neue zu Weihnachten oder so. Mal gucken. Dass wir da mal ein bisschen was Neues anschaffen, weil ist ja kein Zustand, ne? Erstmal eine Kartoffel. So. Wir müssen jetzt mal zu den Villagern hüpfen. Und ich habe keinen Countdown gestartet. Ich hole nur. Warte mal. Machen wir mal hier nachträglich. Müssen wir mal gucken, dass wir so. Pi mal Daumen, 3 Minuten und 52 Sekunden vorher aufhören. Nein, irgendwie so, keine Ahnung, so 3,5 Minuten, 4 Minuten oder sowas, früh dann aufhören. Ach ja, habe ich weiter vergessen, ich spiele halt sonst nicht nach Timer, ich überziehe halt sonst immer maßlos und stört auch niemanden soweit. Also, naja, von daher ist es nur ungewohnt. Sind hier alle Villager gestorben, kann das? Villager... Oder sitzen die da alle in dem Haus? Oder seid ihr alle tot? Ich glaube, die sind tot. Sind die... Die können ja nicht alle... Na, so viel dazu. Jetzt müssen wir an das andere Villager-Dorf rüber, oder wie? Naja, reißen wir hier unsere Zelte dann irgendwann ab. Gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Alter, wie viel Hunger man kriegt, ne? Das ist unnormal. Naja, gut, dann können wir hier die Bücherregale mitnehmen. Jetzt stört ja niemand mehr. Wupp. Gibt's da noch mehr? Werkbank, hier, komm, nimm alles mit. Nimm alles mit. So. Stört ja niemanden mehr. Ist niemand mal hier anscheinend. Die sind weitergezogen. Okay. Ich frage mich, wo hier noch Bücherregale sein können. Ich glaube, die haben wir aber keine mehr. War ja auch nicht allzu groß, das Dorf. Schauen wir mal. Das war hier so... Alles looten. Ah, hier ist nichts mehr. Nee. Ja.
Ein paar Bücherregale haben wir ja, wir bräuchten eigentlich mehr Zuckerrohr. Das ist, was wir machen müssten. Alle Tiere haben wir gedingst, wir müssen noch einen Hund und eine Katze zählen, dafür müssen wir aber in den Dschungel. Und ganz ehrlich gesagt möchte ich vielleicht auch, dass wir hier soweit alle Zelte abbrechen, irgendwie alles ins Inventar kriegen, was wichtig wäre. Und wir vielleicht in das andere Dorf ziehen. Sehe ich eigentlich keine Schwierigkeit drin. Strecken wir halt alles ein bisschen, ne? Strecken wir halt so ein bisschen. So. Dann, ist zwar hier das Netherportal, aber, ich sag mal so, Obsidian kriegen wir sonst überall. Und dann nehmen wir hier... Oh, wir können... Na... Vielleicht... Vielleicht kriegen wir den... Vielleicht... Ne... Vielleicht kommen wir noch rübergeritten, so, dass wir das... Ich mach mal hier einen Screenshot. Damit ich das dann, vielleicht rekonstruieren kann. Pferd, wir reiten gleich los. Da ist noch Fleisch drin, das ist auch gut. Ja, wir müssen halt ein bisschen Scheiß hier lassen, ne? Das vielleicht, dass wir, den Ofen würde ich vielleicht sogar noch platzieren wir nochmal. Und da werfen wir mal hier ein paar Kühlchen rein. Braten mal das Fleisch noch durch. Die Map nehmen wir auf jeden Fall mit. Ach, wenn wir sie eigentlich... Ach, Quatsch, hier, lass die Map hier. Brauchen wir nicht. Das müssen wir mitnehmen, die beiden... Passen die noch ins Inventar? Nö. Leder sollten wir mitnehmen. Potato. Nehmen wir hier die wieder mit. Die, ach hier, komm, nehmen wir einfach alles mit hier. Pflanzen wir da hinten dann einfach wieder an. Und dann ziehen wir einfach weiter, weil, ja, sehe ich jetzt auch nicht den Sinn, hier einfach zu bleiben, weil hier haben wir jetzt soweit alles abgefrühstückt. Das kann ich alles mal hier lassen, das kann ich mir später nochmal holen. So, Schwarzpulver brauchen wir auch nicht mehr. Hier kommen Weizen. Zaubertisch natürlich mitnehmen. Zaubertisch, Bilderrahmen, ja. Ja, die Öfen, ein bisschen. Ein Stack Cobblestone für den Anfang. Orangene Wolle brauchen wir nicht. Redstone, ja, Sattel. Das Lasso hier, die Enderperle. Den Fisch, ne, muss man nicht unbedingt. Lapis Lazuli, ja, vielleicht mit dem, um mit den Villagern zu tauschen. Das wäre vielleicht ganz nützlich. Die Slabs lassen wir, ach Quatsch, die Stairs lassen wir hier. Cobblestone, ja, wie gesagt, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Leder natürlich müssen wir mitnehmen. Den Sattel, ja. Was sind das? Pumpkins, Seeds, ja, da haben wir ja noch welche hier. In petto. Eisen möchte ich mitnehmen. Eisen möchte ich mitnehmen, ja, komm hier, Crafting Bench können wir uns auch später nochmal machen. Bett würde ich gerne mitnehmen, was lassen wir dafür hier? Den, pff, die Schilder, ne, ach hier, kommt den Item Frame, brauchen wir nicht. So, dann machen wir das hier, Kies brauchen wir nicht, Bone, ja, hätte ich gern. Und lassen wir so ein Teil hier, wir können ja später hier nochmal hergehen oder sowas und ein bisschen was... Ach ja, das Gold natürlich. Hätte ich fast übersehen, um Gottes Willen. Für die... Zäune? Ja, für die Zäune, komm. Für die Zäune, Map lassen wir hier, bla bla bla. Haben wir doch eigentlich alles, ne? Jo. Öfen nehmen wir dann gleich noch mit. Machen wir hier schon mal Ernesto. Ernesto. Klar. Könnt schon mal raus. Hilfe! 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 Ernesto, mach nicht so einen Scheiß. Warte mal hier. So, bleib mal hier stehen. Ernesto! Danke. Keine Ahnung, warum ich den Ernesto genannt habe. Ich kann's einfach. Karotten. Weizen. Ja. Seeds. Ach, hier, komm, nehmen wir mit. Karotten. Karotten. Ja, können wir mitnehmen, anstatt von, Tötern. So. So, das haben wir auch hier. Und dann haben wir es doch. Können wir weiter. Das war irgendwo dahin in die Richtung. Ich muss da ein bisschen Zeit im Auge behalten. Muss mal gucken. Lassen wir hier alles, brechen wir hier unsere Zelte ab und reiten in das Ungewisse. Nein, wir wissen, was da hinten ist, aber... Ja, ihr wisst, was ich meine. Steht in die Sonne. Steht noch gut.
Also da. So. Dann reiten wir hier mal durch den Wald. Ich weiß noch, dass es hier durch den Wald ging. Und dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das war relativ weit weg. Da hinten irgendwo. Kam dann noch ein Villager-Dorf mit den Pyramiden auch noch. Und hast du nicht gesehen. Schauen wir mal, was wir da so finden. Flieg, mein Pferd, flieg! Wow! Man muss hier... Achso, man muss da die gelbe Linie beachten. Achso, ich bin noch nie vor Minecraft mit Pferden geritten, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Das habe ich immer anderen überlassen. So, wir müssen hier durch die Wüste. Das sieht ja ganz schön wüst aus hier. Ja. Ach, Ernesto. Okay. Wir sind wieder aus dem Wasser raus. Alles cool. Ah, hier hinten ging es weiter, genau. Genauestens. So, dann reiten wir hier weiter. Ich hoffe mal wirklich, ich bin hier richtig. Ah, warte mal, was ist das denn? Ernesto. Bleib da. Bleib da. Ist hier was? Nee, das ist einfach nur so ein... So eine Oase, ne? Jo. Hier gibt's nichts zu holen. Dann gehen wir weiter. Ernesto! Let's go! Oh. Sorry, Ernesto. Ihr müsst mit dem Namen Ernesto klarkommen. Was mit dem Kaktus schief, Alter? Wow. Vor der Krippe Kaktus. Ja, kommst du hoch? Danke. So, wir müssen hier weiter, Ernesto. Alter. Kann ja nicht wahr sein. Warte mal, wir können doch hier... Genau. Wir haben noch so ein super Pferd. Oh, es wird doch langsam dunkel, sehe ich gerade. Müssen wir jetzt... Okay, warte. Geh hier durch. Okay. Ach, scheiße. Gehen hier hoch. Und hier irgendwie so weit... Alter, das, war das so weit? Ja, hier ist noch ein Creeper-Loch. Okay, wir sind richtig. Wir sind auf jeden Fall richtig. Hier ist nochmal die Kartoffel hier. Ah, genau, da hinten kommt das Villager-Dorf. Schön, wir haben es wieder gefunden. So, ein Haus haben wir uns ja schon mal gebaut, also müssen wir es jetzt nicht unbedingt nochmal bauen. Das heißt, wir nisten uns jetzt bei den Villagern ein. Denen das so gefällt, weiß ich natürlich auch nicht, aber pff, muss, ne? So, dann, Ernesto, du bleibst hier. Ja? Bist nicht einsam oder so. Vielleicht finden wir noch einen Kollegen für dich oder dies, das. Weißt du, was ich meine? Na, da kommt schon erst Creeper. Nein. Nein. Nicht explodieren. Wieso kann ich denn nicht auf das Schwert schalten? Verdammte Scheiße. Alter. Ah, diese Maus. Keiner gestorben? Niemand gesehen hier. Hilfe. Ja, das ist schön. Ah, jetzt habe ich das Gold hier rausgeworfen, nicht voll, ne? So, ich muss erstmal ein Haus finden. Sag mal, sind hier alle Villager tot? Wo sind die Villager hin? What the fuck? Hallo? Jemand zu Hause? Es kann nicht wahr sein, dass hier alle Villager tot sind. Ne, wirklich alle. Also, wenn mal einer stirbt oder so, aber alle? Hier sind alle weg. Pff, sind alle weg, einfach mal. Oh ne, jetzt kann ich noch ein Villager-Dorf finden, oder wie? Oh Gott, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Aber hier hinten sind wir wenigstens schon mal besser gestellt mit Ressourcen und so weiter und so fort. Und vielleicht, wenn wir hier ein Netherportal aufbauen, kommen wir auch woanders aus dem Nether raus. Und haben dann eine bessere Chance, mal... Ja. Eine Netherfestung zu finden oder sowas. Das Ding baue ich jetzt einfach mal hier so hin. Eine Werkbank. Bauen wir hier auch hin. Neues Achievement. Geil. Hier haben wir noch Sandstone. Okay. Smooth Sandstone. Okay. Was ist das hier? Das ist auch nochmal Smooth Sandstone. Und den Rest füllen wir hier mit Sand auf. Achso, hätten wir eigentlich hier dran klatschen müssen. Aber oh, ja, das machen wir noch. Machen wir jetzt erstmal hier so
Erstmal ein bisschen Fail. Nein. Wir bräuchten eine Kiste. Eigentlich zwei Kisten, aber reicht nicht für zwei Kisten. Machen wir erstmal hier das Wertvollste in eine Kiste. Machen wir erstmal hier so. Machen wir erstmal hier so, 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 so. Und ja, den Golem können wir hier so aufbauen. Zack. Oh, gut. Ich wollte jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal eine Folgenpause, weil wir sind bestimmt schon drüber. Oh Gott, oh Gott. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.